10? Welche Folge ist das? 11. Folge von Let's Play Gears of War. Und wie ihr vermutlich nicht vergessen habt, haben wir ja beim letzten Mal, also McGrath ist schuld, sind wir ja gescheitert leider. Wir müssen jetzt einen gewissen Teil nochmal. Das Video solltet ihr euch echt nochmal angucken, denn ich hab das irgendwie anders in Erinnerung. Ja, also du hast mir nicht genug Unterstützung gegeben, daran lag's. Ja, entschuldige bitte, lieber Romli. Ja, das ist nicht zu entschuldigen. Ja. Nee, du hast natürlich auch tatsächlich nur den Coltrane an deiner Seite, aber die KI, die macht hier zugegebenermaßen gerade auch bei mir hier oben keinen allzu guten Job. Ja. Das muss ich leider zugeben. Der hat den Pfeil direkt an mich angeschossen, der Penner. Echt? Ja. An deinen Körper oder an die Mauer? An mich? An meinen Körper? Oh, das tut richtig weh, ne? Ja, nee, das war eigentlich gar nicht so schlimm. Achso, du lebst aber noch, das ist gut. Okay, so Jungs, jetzt kommt mal her hier. Schön. So, wer hat mich denn da jetzt eben getroffen von unten? Welche Sackratte? So eine Sackratte habe ich gerade. Ich habe dir übrigens unten gerade einen weggesnipert, falls du das nicht mitbekommen hast. Tut mir leid. Eben. Du das auch zu schätzen weißt, ne? Ja, natürlich weiß ich das zu schätzen. Und wäre dabei nämlich beinahe selber draufgegangen, nur mal um das mal... Vielleicht magst du diesmal deinen Sniper aufheben? Hammer der Morgenröte. Ja, mach ich auf. So, den Hammer der Morgenröte hole ich mir, sobald ich das Ungeziefer hier entfernt habe. Dafür muss ich mich aber erst um das ganze Viehzeug hier kümmern, da kommt wieder einer runter. Wenn Cole jetzt nicht wieder da vorne drauf geht, wo er schon wieder hinrennt. Ist das Ding eigentlich relativ safe? Ich bin tot. Oh. Ich wollte ums Verrecken meine Kettensäge einsetzen und habe sie nicht angekriegt. Und das waren einfach neben mir ein Kriecher, vor mir eine Drohne. Gut, jetzt sind wir zumindest quitt. Weil ich muss nämlich an dieser Stelle der Vollständigkeit festhalten, dass du mir auch nicht geholfen hast. Ich kann aber da oben nicht hochschießen, ich sehe da nichts. Ich guck von unten hoch, das hat keinen Sinn, ich sehe da keinen. Du hast mich auf dem Gewissen, da brauchst du dich jetzt gar nicht rausreden. Ja, okay. Lass das von mir aus so stehen, auch wenn es nicht stimmt. Markus, Unterstützung wäre gut. Ich frage mich immer, bezeichnet der sich selber als Erdschleicher, wenn sie Erdschleicher sagen, oder sind wir für sie Erdschleicher? Ah, das ist eine Lass uns jetzt das Spiel pausieren und eine Viertelstunde lang darüber philosophieren. Genau, und ja, wahrscheinlich tatsächlich so abgeleitet von Erdlinge oder sowas. Ja, ne? Erdenmenschen und so weiter. Es ist natürlich... Da müsste man mal einen Locus-Sprachforscher hinzuziehen. Ich glaube, das wird schwierig. Ja, zur Hölle! Eine tote Made! Noch eine tote Made. Ja. Oh Gott, habe ich da gerade. Ne, es ist ein Grafikfehler. Okay, ich dachte schon, ich hätte gerade Doctext übersehen. Das wäre jetzt ja wirklich fatal. Die sind in der Regel nie an Stellen, wo man sich aufteilt. Von dem her kann man da eigentlich ganz entspannt weiterspielen. Ja, okay, stimmt. Okay. Ich habe aber gerade zwei unten weggesnipert. Ich möchte das nur noch einmal. Ja, hast du wirklich, ja? Okay. Das ist schon super. So, ich könnte abwechselnd einfach mal eine Granate vorwerfen. Ah, nee, ich hab keine Frag-Granate mehr. Ich habe Granaten eingesetzt. Ich bin von mir selbst beeindruckt. Oh. Ich versuche mal, die Drohnen zumindest vom Leib zu halten. Und machst wieder eine Kettensäge-Aktion. Aber sowas von. Hörst du das oder siehst du es? Ich hab's Blut gehört. Aus dem Fenster spritzen. Sag Bescheid, wenn du das Vieh getötet hast. So, ich habe hier noch eine Drohne, die ich noch erledigen muss. Also diese fliegenden Dinger versuche ich mal zu zerstören, sobald ich sie sehe. Gut. Alles klar, jetzt hole ich mir den Hammer und versuche mal die Sniper diesmal nicht aus dem Fenster zu werfen. So, ist mir gelungen. Das lässt sich ansehen, ja, ist ganz hübsch. Ja, ne? Ja. Trotzdem hält das Vieh echt richtig viel aus. Ich muss nochmal kurz, oder der Satellit muss ich kurz, neu kalibrieren? Neu kalibrieren. Naja, okay. Ja, das sah schon eher nach dem Ende von dem Vieh aus, ja. Der Cole rennt natürlich ganz mutig nach vorne mit den Gegnern, die jetzt gleich alle kommen. Ich liebe ihn dafür. Doch Bert, die Sackratte läuft wieder diesen Kriechern vorbei. Der geht mir echt auf den Senkel. So, jetzt ist die Frage. Nehme ich den Hammer der Morgenröte mit oder meine Sniper? Alter, das war eng. Das war sehr eng. Alter, hier ist aber auch gerade alles voll. So, ich lasse den Hammer der Morgenröte jetzt hier einfach mal liegen. Im schlimmsten Fall muss ich nochmal zurücklaufen.
Nein, ich bin down. Nein, ist nicht ernst. Das ist echt, das Problem ist, ich habe unten irgendwie, also wenn du mir nicht hilfst, ich habe da unten irgendwie so 7, 8 Gegner, davon sind 3 Leute, diese komischen Bogenschießer-Typen. Und das ist wirklich richtig schwer. Und wenn du dann von oben nicht hilfst, und du hast ja dein Problem auch oben wahrscheinlich, ist das echt richtig heftig. Also ich hatte jetzt zugegebenermaßen jetzt gerade am Ende eine relativ ruhige Phase oben, aber aha, da müssen wir uns wirklich ein bisschen koordinieren. Da musst du dich ein bisschen zurückhalten. Habe ich ja schon. Ich bin wirklich schon am hintersten Punkt der Karte gewesen. 8 Gegner. Dann hätte ich mich auch ein bisschen mehr auf dich konzentriert zugegebenermaßen. Also, fürs nächste Mal. Da sind tatsächlich sehr viele Gegner bei mir und das wäre schön, wenn du mit draufschießt, wenn du gerade mal ein bisschen Ruhe hast. Das wäre super. Ich brauche diese Info. Okay, nichts mehr sag ich's. So, jetzt helfe ich dir wieder ein bisschen. Ist ja nicht so, dass ich dir nicht helfen würde. Guter Schuss! Ja, das hast du gehört? Nee, jetzt habe ich. Ach, der gute Schuss oder was? Ja. Das war dein Lob, ne? Quasi, ja. Das hat er für mich übernommen. Die Lobe schon von der KI zugeteilt. Na, super. So, ich wollte nicht weg, ich wollte drüber hüpfen. Genau! Ist hier noch einer? Nee, okay. Wird aber cool, wie sie uns nennen. Menschlinge. Erdkriecher. Alle sympathische Namen. Ja. Oh shit. Oh, das Ding spuckt ja eben, genau. Das Ding spuckt ja diese Dinger aus. Ja, da musst du auch ein bisschen aufpassen. Das ist mir jetzt das erste Mal passiert tatsächlich. Ich habe die bisher halt immer gut von den Fern gehalten. Und jetzt habe ich mich gerade mal ein bisschen mehr auf die Gegner konzentriert und das war wahrscheinlich dann dein Problem. Ich versuche die wieder gezielt abzuschießen, bevor sie irgendjemanden treffen. So, ich habe jetzt noch mindestens 2 Kriecher, um die ich mich kümmern muss und dann blase ich den großen Käfer da mal weg. Ja, zur Hölle! Gut. Euch ein Zackfleisch. So, wie war das jetzt? Haben wir da Morgenröte? Sniper nicht aus dem Fenster werfen. Zack. So. Check. Genau. So, ich ziehe mich jetzt mal wirklich in die hinterste Ecke von der Karte jetzt zurück. Und gebe mir die größte Mühe, nicht zu sterben. Ja, das ist eine gute Idee. Aber ich kann halt echt nichts versprechen. Schnapp auf. So, machen wir das und jetzt gehe ich nämlich dann noch wieder rüber zu meiner Sniper und helfe dir. So. Und du, Regel Nummer 1, nicht sterben. Konzentriere dich auf deinen Arsch und ich konzentriere mich auf meinen Arsch und dann kriegen wir es schnell. Okidoki. Oh shit, Alter, was war das denn? Das war wieder so ein Flugviech, glaube ich, ne? So, jetzt habe ich sogar einen in meinem Laufen erwischt. Ich bin stolz auf mich. Oh, das ist noch so ein Typ im Ackerbogen, okay. Oh, Alter, nice. So, Cole ist am Boden. Geil. Oh, echt? Wo ist der denn schon? Ja. Boah, der hockt auch. Ey, der ist so ein Vollidiot, ne? Ich weiß ja nicht, wo der hockt, aber irgendwo mitten zwischen den Gegnern. Ja, ich glaube, da hatte ich gerade den Typen nämlich weggesnipert und dann ist, glaube ich, der explodiert und dann hat's Cole erwischt. Ah, jetzt ist er von Leitung wieder aufgestanden. Guter Mann. Okay. So, ich hab. Markus, es gibt ein Problem am CCC. Die Tür ist von oben gesichert. Halt durch, Tom. Wir sind gleich da. Gut, also 8 Gegner war jetzt auch ein bisschen übertrieben, oder? Ja, nee, aber sonst war es schwer. Aber irgendwie. Der Morgenröte funktioniert nicht. Hier legen verdächtig viele Hammer der Morgenröte rum, aber ich lasse jetzt trotzdem mal liegen. Ich möchte ungern meine Sniper opfern. Okay. So, ich bin ready to go. Lauf gerade durch. Ach ja, hier, schau mal. Meine Spezialfähigkeit. Räder großer drehen. Räder drehen, genau. Nice. Ein monotones Gehämmerer auf den A-Knopf. Das musst du gar nicht. Musst du gar nicht. Nö, aber. Nee, du musst nur im richtigen Moment immer A drücken. Ja, genau, aber ist ja. Stimmt, hämmern muss man nicht, aber drücken. Nee. Dann habe ich schon mal Muni, das ist schon mal ein solider Anfang. So, ihr seid jetzt im Gebäude drin, genau, da unten sehe ich euch. So, da ist noch eine Muni-Kiste, die nehme ich mal mit auf die Reise. Ich höre schon Gegner. Ich gehe mal 1-2 Schritte vor. Ich hoffe, du wirst jetzt nicht wegen mir gebeamt. Ne, wenn wir getrennt sind, glaube ich nicht. Ja, ich habe jetzt auch Gegner. Dann sind jetzt wieder Gegner, glaube ich, bei mir. Ja, bei mir auch. Komm her. Lauf direkt in die Kettensäge rein. Du willst es doch auch. Was ist denn mit dir da los? So. Mist!
So, wenn du unten wieder Hilfe brauchst, gibst du dann Bescheid, ne? Ja, tob dich aus. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich dich davon abhalten will, mir zu helfen. Da oben habe ich doch einen stehen sehen, oder? Da war, eben war da noch einer. Der fällt mir jetzt hoffentlich nicht in den Rücken. Wo sind sie denn? Wow! Der stand auf einmal neben mir. Ich hab den überhaupt nicht kommen sehen. Tut mir leid. Aber wir hatten jetzt wieder einen Safe-Point zumindest. Es tut mir echt leid. Ich verstehe, was du meintest mit diesem Aufteilen, dass es teilweise echt später ein Krampf wird, wenn du halt, weißt du, dass du den nicht hochhelfen kannst. Ja, vor allem, wenn der Korbspieler so unaufmerksam ist. Das ist eigentlich, das ist. Sonst ist das alles total easy. Der stand ganz plötzlich neben mir. Was hätte ich machen sollen? Ich hatte den Revolver in der Hand. Das war da alles. Wo ist denn der Kriecher, der vorhin kam? Wenn er vorhin kam, dann kommt er doch auch jetzt. Er ist nicht da, das ist verdächtig. Dann sniper ich mal wieder ein bisschen für dich. Komm her, komm her. Zwischen die Brille kriegst du jetzt ein. Nicht auf mich schießen. Nicht auf mich schießen. Nicht auf mich schießen, habe ich gesagt. Verdammtes. Ach, da ist einer. Ist ja auch nicht auf dich hören, das dreist, ne? Beißt mir in die Wade, deswegen. Es hat gar keiner auf mich geschossen. So, ist der Sniper jetzt noch da? Weiß es nicht. Ach, da unten ist einer. Der ist runtergelaufen. Ja gut. Die Kugel hätte ich mir sparen können. Ah, da ist noch ein Sniper oben im Fenster, sehe ich. Okay. Da komme ich nicht ran. Großen Sniper? Irgendwo oben im Fenster habe ich gerade noch so einen roten Laserpointer gesehen. An dem Gebäude da drüben. Da unten nicht, läuft jetzt noch eine Drohne dran. Und Drohne kommt von rechts. Erledigt. Gut. Ich habe auf jeden Fall gerade noch so einen roten Laserstrahl aus diesem Gebäude gekommen sehen. Und ich habe keine Ahnung, wo Bert ist. Bert habe ich schon echt lange nicht mehr gesehen. Ich habe von oben gerade irgendwie einen Schuss abbekommen. Ah ja, ich weiß jetzt von wo. Schon auf jeden Fall oben lang, ja. Boah. Ja, das höre ich aber immer, als wenn der direkt hinter mir explodieren würde, der Kopf, ne? Das ist schon echt merkwürdig. Also, das ist das Allergeilste. Bert ist gefallen, ich habe den seit 10 Minuten nicht mehr gesehen. Der ist irgendwo unten und am Sterben. Warte mal, ich guck mal, ob ich dir helfen kann beim Suchen. Gott, ist der weit vorne. Ey, was macht denn der da vorne? Wo ist der denn? Ich kann auch nicht rüber zu dir, das ist getrennt. Also, du musst ihn selber holen. Ich gerade überlegen, wo der ist. Der ist so unglaublich weit. Der ist wahrscheinlich irgendwo. Keine Ahnung. Ey, der ist richtig weit vorne. Oh shit. Ein bisschen Problem. Ich hab ein Problem, ja. Oh ja! Ja! So. Wo ist denn. Also, ich find's echt unglaublich. Da ist noch ein Geschütz, okay. Warte, das muss ich noch ausschalten. Siehst du mich ein bisschen, dass du mir Rückendeckung geben kannst? Versuch's, aber ich sehe hier kein Geschütz, warte mal. Okay. Dass ich schießen kann. Nee, dann schütze ich nicht. Ich hab dir ja schon das meiste vom Lab gehalten. Ach, da ganz drüben. Ah Gott. Ja, das Problem ist, ich kann den natürlich auch wieder nicht wegsnipern. Ja, lass einfach, der kommt später bestimmt nochmal. Lass einfach ignorieren, genau. Lauf vorbei, so gut du kannst. Ne? Ich bin jetzt gespannt wie ein Flitzebogen, wo dieser elende Bär liegt. Ja. Der ist ja wirklich, also jetzt mal ohne Witz, er ist an 10, 20 Gegnern ist er vorbeigelaufen. Meinst du ja? Also der ist... Ich hab den jetzt aber ohne Witz seit fast 10 Minuten nicht mehr gesehen. Verstanden, sind unterwegs. Okay. Ich sehe ihn immer noch nicht. Der ist irgendwo, glaube ich, beim Geschütz vorne. Ja, tatsächlich. Genau. Genau auf der Straße vor dem Geschütz. Der ist einmal komplett im Level nach vorne gelaufen. Das gleiche hat hier Cole auch gerade gemacht. Ich war mitten in die Gegner rein. Ja, oh, ich habe jetzt guter Mann. Der rennt da mitten rein, geht fast drauf, tötet einen, hab einen und kommt wieder zurück. Okay, warte mal, ich mach's Geschütz klar jetzt. Geschütz ist weg. Ja, der läuft da noch rum. Ich habe ja tatsächlich eine winzig kleine Stelle gefunden, wo man ihn tatsächlich treffen kann. Das ist so geil. Der steht am Geschütz. Man sieht seinen Kopf wirklich total deutlich. Also man könnte ihn eigentlich ganz entspannt wegsnipern, aber das Fadenkreuz wird nicht rum. So, jetzt hole ich mal unseren armen Bert, den Vollpfosten. Also ich gehe jetzt mal weg, aber der scheint jetzt nicht mehr hier am Geschütz zu stehen zumindest. Okay. Oh, du bist ja da oben, aber unter uns ist noch ein Gegner. Unten läuft noch einer. Ja, ich weiß, ich kriege ihn aber von hier nicht. Ich muss jetzt auch weitergehen. Wenn du den kriegst, machen wir tot, aber ansonsten... Ich mach ihn platt, Alter. Ich mach ihn platt. Ah, hier kann ich auch runter. Da ist er. Da ist er, ja. Gut. Ja eben, du kannst runter. Danke für die Unterstützung. Du weißt doch, darum sind wir hier. Okay. So, jetzt können wir die beiden Kanister da wegschießen. Welche Kanister? Hier. Ah.
und uns das Tor freisprengen. Warte, ich will das andere auch noch machen. Feuer. Scheiße, ja. Das ist ja noch wichtig gerade. So Kerzen, so Feuer, so Licht und so, das ist die Stimmung ist dir wichtig, ne? Heiliger. Gucken die vor dem Feuer oder sind die tot? Was ist das mit, was ist mit denen? Ach, das sind Plünderer. Plünderer. Ach so, ich dachte, das sind irgendwie zombie-mäßige Leute oder so. Sofort! Schon. Mist. Der geht drauf, der andere. Sie werden etwas Zeit brauchen. Okay. Dom und ich machen den Weg frei. Ihr kommt nach, sobald es geht. Wir haben aber auch ganz schöne Oberschenkel, ne? Also muss man ihn lassen. Ja, ja, kräftige Kerle. Richtige Männer halt. Zentrale, hier Delta 1. Delta 2 versorgt die Verletzten und markiert den Abholbereich. Soweit ich weiß, ja, Delta 1. Ist das Konservatorium bereit? Dann ist das unser Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Vom Regen in die Traufe, ja? Hier ist ein Doc-Tag. Das klingt auch schon so. Guter Mann. Also wir nähern uns der Auszeichnung ehrenvoll. Da fehlen uns nur noch 3 Doc-Tags für. Oh, da vibriert irgendwas. Ja, könnte Boomer sein oder sowas, ne? Ja. Das sieht mir auch schon wieder am Kampfgebiet hier vorne aus. Ja, mit 4 Deckung. Dein Deckungsshooter, wie du in der letzten Folge gelernt hast. Ah ja, schon, habe ich wieder vergessen, ja, okay. Wie ich nochmal in Deckung? Nee, irgendwie passiert hier nichts. Das ist schon echt bedrohlich, weil nichts passiert, so, weißt du? Das stimmt. It's quiet. Too quiet. Mach mal die Tür auf. Aber hier ein schöner Gullideckel haben sie hier. Geht nicht. Okay, jetzt kommen bestimmt Gegner. Komm mal zu mir lieber. Komm mal lieber hier zu mir. Ich denke mal, jetzt kommen gleich Gegner. Ah, Jack ist dabei. Siehst du, Jack macht die Tür auf. Und Jack wird wahrscheinlich ein bisschen brauchen, bis er die Tür aufgemacht hat. Was? In der Zwischenzeit. In Deckung. Was? Jack verteidigen, bis die Türen offen sind. Mensch, das ist jetzt... Ey, du spielst du öfter mal Videospiele oder warum kennst du dich so gut aus? War jetzt einfach Instinkt, ich glaube, das ist angeboren. Ah, okay, cool. Ja, dann habe ich das nicht, nee. Ja. Liest in meinem Cowboy-Blut, wir wissen einfach in solchen Situationen, was zu tun ist. Hast du noch diesen Hammer? Ach. Ich habe irgendwie fast die Befürchtung, den brauchen wir gleich. Nö, der ist ganz weit weg von uns, da kommen wir auch nicht mehr ran. Aber die kommen jetzt alle von hinten hier. Oh shit, da kommen richtig viele her. Alter, okay. Wie gesagt, ab und zu mal den Y-Knopf drücken, das hilft, dass man auch mal so Ausgangslöcher und sowas anvisiert. Und da habe ich nämlich gesehen, dass die ganzen Sackratten von da hinten kommen. Noch eins! Oh ja! Oh yeah! Who's your daddy? Den werden wir jetzt nicht mehr los. Den Spruch. So, komm auf, mein Schatz. Ich hätte ja auch eine Sniper gehabt, das wäre vielleicht tatsächlich effizienter gewesen, aber ab und zu ist ja auch mal schön hier 100 Kugeln pro Sekunde rauszuballern. Warte, ich hole mir. Na gut, holen du dir. Schuss auf die Hand. Oh. Oh, jetzt kommt sie da, wo ich vermutet habe. Oh. Vorsicht. Uma, sag ich doch. Jack, mach sofort die Tür auf. Zentrale, sind die Satelliten bereit? Ach Gott, die Sniper war eine scheiß Idee. War eng. Also. Ich hab keine Granaten mehr, das ist echt schade. Meine fliegen gerade. Frank Wolf! Sehr gut. Tja, deine Granate hat auch noch was gemacht, sehr schön. Ich habe auch keine mehr. Alter, das sieht ja schon, also appetitlich ist was anderes. Ih, giddigitt, und die Soße fließt raus. So. Boomshot möchtest du nicht haben wahrscheinlich, ne? Nee, ist irgendwie nicht ganz so. Weiß nicht, die ist zwar echt stark, die Waffe, aber ich finde die irgendwie nicht so. Ich bin eher ich nehme es jetzt mal mit, was soll's. Die macht mehr her, als sie tatsächlich bringt. Ja. Ja, ich nehme es einmal mit hier. Ich meine, Sturmgewehr mal da gelassen, passt. Sogar noch Blätter an den Bäumen, das ist ja wundervoll. Das ist fast schon prima. Was nun? Bert. Situation gerät außer Kontrolle. Überall Feinde. Wir hauen ab. Roger, seid vorsichtig. Wir treffen uns am Haus. Dieser Tag nimmt kein Ende. Ein Stück Bein. Ja, im Knast gab's wenigstens eine Pritsche und warmes Essen. Oh, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Erinnere mich an diesen Level. Oh, okay. Du hast ja schon mal angesprochen. Scheiße. Ja. Man hört hier echt Schritte, ja.
Du hast ja mal gesagt, es gibt Level, die hier jetzt mit der Ultimate Edition wohl dazugekommen sind gegenüber dem ursprünglichen Spiel. Genau, ich werfe mal kurz einen Blick hinten auf die Verpackung. Moment, da steht genau genommen drauf mit 5 hinzuzüglichen Kapiteln. Okay. Genau. Okay, dann bin ich mal gespannt, was dann mehr ist. Also sag mal Bescheid, sobald du halt irgendwas nicht mehr kennst. Ja, das stimmt, aber das ist mir alles bisher tatsächlich noch bekannt. Das ist also so auch im ursprünglichen Spiel vorhanden. Wie es hier weitergeht, und ich glaube, es wird ziemlich heftig hier, das würde ich mal vorschlagen. Gucken wir uns in Folge Nummer 12 an. Ist ein guter Cut, ja. Auf jeden Fall vor allem jetzt so ein bisschen Angst und so. Könnte durchaus wieder so ein großes Vieh werden, würde ich fast behaupten. So dieses süße kleine Mäuschen, weißt du, dieses, was wir schon mal hatten, diese weibliche Berserker. Ja, witzigerweise, siehst du mal, du hast einen guten Gears-Instinkt. Aber vielleicht ist ja auch was ganz anderes. Ja? Vielleicht ist es auch was anderes. Gut, alles klar. Wir verabschieden uns aus dem Botanischen Garten. Genau. Schön, dass ihr dabei wart. Freuen uns wie immer über Kommentare und Däumchen nach oben. Ruppli freut sich auch immer über Kritik. Ja, na klar, dann weißt du, was man anders machen kann oder besser. Weiß ich, ob du das kennst, so Kritik um. Weiß nicht, das ist halt immer die wahrscheinlich nicht. Kritik macht ja nur da Sinn, wo man auch Kritik üben kann, ne? Oh yeah. Ja. Das ist wohl wahr. Gut. Alles klar, also machen wir einen Cut an dieser Stelle. Ja. Wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder bei Folge Nummer 12. Wäre schön, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wir beide sind es auf jeden Fall. So? Auf jeden Fall. Dann bis dahin. Okidoki. Tschüss.